Leute, hier ist wieder Jump. Jetzt sind wir endlich aus dem Tutorial- und Demo-Modus raus. Können jetzt hier also endlich mal einen normalen Kampf durchführen. Ich will jetzt erstmal in der Armeeverwaltung gucken. So, er ist jetzt hier Level 1, weil er mir gefallen ist. Er ist mir gefallen. Er ist gefallen. So. Und zwar, weil ich einen von diesen blöden Demokämpfen nochmal machen musste, ist er jedenfalls ins Leben gekommen. Deswegen kann er nicht allzu viel machen. Die Einstellungen sind dieselben, wie ich sie eigentlich vorgenommen habe. Also ist auch nicht viel los jetzt. Rekruten habe ich gar nicht viel. Ich weiß auch nicht, warum ich bei Null bin, wo ich doch eben gerade Geld bekommen habe. Ich habe gerade Gold erhalten. Aber aus irgendeinem Grund komme ich hier jetzt nicht weiter. Wir gehen zurück. Dann habe ich wohl kein Gold. Das ist natürlich schade. So, Karten habe ich dementsprechend wohl auch keine. Nee, immer noch dasselbe alles. Irgendwie verstehe ich dieses Spiel nicht ganz. So. In der zweiten Schlacht lernen Sie mehr über die verschiedenen Einheitentypen. Dann geht es ja doch noch so weiter. Aus Furcht vor den Angriffen der Franzosen festigte König Edward die Stellung in der Gascogne. Seine Armee wurde verstärkt und als seine Soldaten einen Wagen verfolgten, kam es zu einem Gefecht. Die Franzosen besaßen Artillerie, die jedoch kaum geschützt war. Mit gemeiner Absicht rückten die Engländer vor. In diesem Tutorial lernen Sie mehr über den Kampf, die Einheiten, Einheitstypen sowie die Ausrüstung. Sowie über Ausrüstung, ist ja alles falsch. Bis jetzt können Sie ausschließlich Ihren General steuern. Ah, ja. Kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Das hatte ich doch auch alles schon mal gemacht. Also irgendwie. Finde ich das komisch. Das irgendwie arg komisch. Sonst hätte ich das alles doch schon mal gemacht hier. Ja, habe ich auch schon, genau. Und dann sammelt man diesen Wagen da hinten ein und so. Wieso mache ich immer denselben Quatsch hier? Und dann wird es mir ein bisschen zu doof. Yes, sir. Orders? Yes, sir. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Also, es ist irgendwie für mich jetzt gerade langatmig, weil ich das jetzt schon bestimmt zum zweiten Mal gespielt habe. Irgendwie kommt man hier nicht voran. Ich verstehe auch nicht, warum habe ich jetzt null. Und muss den Krempel hier nochmal machen. Naja, ich komme schon noch dahinter. Ja, das lege ich mir jetzt nicht um alles zu, weil jetzt
Yes, sir. Also diese Einsatz hier. Yes, sir. Yes, sir. Sir. Ich find's immer so doof, weil die da einfach so rumstehen, oder? Oh, da spritzt man Blut. So was. Sieht auch ein bisschen komisch aus. Also eher so wie rotes Konfetti. Die Pfeile sind, kann man kaum wahrnehmen manchmal. Fällt mir gerade so auf. Bei den Bogenschützen. So. Yes, sir. Dann hol ich mal den Krempel yes, hier. Sir. Zack. Okay. Jetzt geht's hier weiter. Irgendwie ist das gerade nicht so spannend. Ich bin noch ein bisschen frustriert, weil ich das jetzt yes, hier sir. Ja nicht schon nicht zum ersten Mal mache. On my way. Sir? On my way. Sir? Orders? Die schicken wir hier hin. Sir. Die schicken wir. Doch, ist doch richtig. Yes, sir. Geht sir. Das hier hin. Yes, sir. Yes, sir. Ja, schön. Habe ich ja gerade gemacht. Ich habe die gerade benutzt und nochmal. Im Moment sieht es ein bisschen schlecht aus. Ja, ich hoffe, dass zumindest die Bogenschützen das irgendwie noch regeln hier. Ganz schön zäh, das dauert ganz schön lange hier, fällt mir gerade so auf. Offensichtlich dauert es ganz schön lange. Wir sterben auch nicht schnell genug, irgendwie die
gegnerischen Einheiten. Ja, okay, jetzt kann es etwas schneller gehen. Okay, feindliche Artillerie jetzt auch noch weg. So, die sind jetzt komplett weggeraucht da. Okay. So, ich nehme wieder Bogenschützen. Sieht komisch aus, wie sie da jetzt auf dieser Art rumstehen. So, das müsste es jetzt gewesen sein hier. Ja. Yep. Und den Wagen erobert, genau. So, es ist Level 2. Ich kann jetzt alles nochmal ausgeben und dergleichen. Und das mache ich dann auch. Und dann geht's in die nächste Runde. Dann bis gleich.